So, willkommen zu einer neuen Aufnahme von Assassin's Creed, dem ersten Teil. Und ja, ich weiß gar nicht, was wir jetzt eigentlich gerade machen müssen. Hier ist noch die Informantenherausforderung, Attentat, die wir ja so großartig verkackt hatten. Und ja, ich glaube, wir fangen einfach mal wieder an, um ein bisschen reinzukommen mit dem nächsten Aussichtspunkt. Und dann werden wir mal schauen, wie es weitergeht in dem. Ja. Seltsam. Warum tut ja, das frage ich mich auch gerade, warum Alter ihr das getan hat. Aber offensichtlich hat er einen sehr wichtigen Grund dafür. So, es sind noch 80 Meter. Das schaffen wir ja wohl innerhalb von wenigen Momenten. So, dann warten wir mal, bis der gute Mann sich da mal umdreht. Nein, weiter umdreht. Noch weiter. Sehr schön. So stelle ich mir das gerade vor. Und tschüss. So, das heißt, wir gehen mal diesen Weg. Sind hier oben Wachen? Offensichtlich nicht. Sehr schön. Geh, du Bauer, bevor ich mich vergesse. Bauer? Wir sind ein Assassin. Wir sind kein Bauer. Ach, der ist wahrscheinlich oben hier auf dem Dach gewesen, ne? So, hüpf doch mal. Ne, der ist auch nicht auf dem Dach gewesen. Das ist ja merkwürdig. Wo war der denn? Hab ich ihn übersehen? Vielleicht war er außerhalb der, des Geländes. Kommen wir nicht weiter? Wo? Ah, hier kommen wir weiter. Ja, genau. Immer weiter nach oben. So. Und dann nochmal. Einmal die Pitsche-Patsche-Händchen immer weiter nach oben strecken. Immer zum Himmel hoch. Oh, das ist, glaube ich, der höchste Turm in Damaskus. Das ist richtig. Das Ding nimmt ja gar kein Ende. Also wenn du da runterfällst, dann ist auch der Kuchenteller leer, ne? Also. So, dann holen wir hier mal. Wow. Okay, das ist wirklich der höchste Turm. Sieht gut aus. Wir haben Aussichtspunkt. 9 von 10 haben wir im Nobelviertel erreicht und hat man ja ein bisschen Schiss runter zu springen, ne? Und wir haben DNA-Synchronisation hinzugewonnen. Oh, wir müssen wieder Leute belauschen. Dalal-Din reitet ihm entgegen, um diese barbarischen Taten zu rächen. Betet, dass Gott, gepriesen sei sein Name, mit uns sein werde, auf dass er uns den Sieg schenkt. Ich stehe hier, um eine Warnung zu überbringen. Sollte Richard das Warum? Ist er nicht mehr zu stoppen. Er wird dann gegen Jerusalem ziehen. Wir müssen jetzt kommt er wieder böse. Bevor es endgültig zu spät ist. Diese Ach, ja, wir mussten uns ja auf eine Bank setzen dafür, richtig. Ich war schon wieder ein Teil zu weit. So, wir setzen uns mal hin und hören mal zu, was er sagt. Die letzte Lieferung ist da. Gut, sorgt dafür, dass er weiß, wie schwierig es war, eine solche Lieferung auf die Beine zu stellen. Es ist nur Wein. Einige sind schwach im Glauben. Euer heiliges Buch sagt etwas zu diesem Thema. Ich glaube, lasset sie essen und genießen und von Hoffnung abgelenkt werden. Bald werden sie es besser wissen. Und nie zerstörten wir eine Stadt, ohne dass sie Warner gehabt hätte. Und was soll das bedeuten? Vergesst es. Kümmert euch um eure Dinge. Wie ihr wünscht. Da läuft uns plötzlich ein merkwürdiger Typ vor die Linse. So, der Händlerkönig bereitet ein Fest vor. Das ist ja eigentlich ganz gut zu wissen. Wir werden aber trotzdem einmal kurz im Norden
Den Bürger retten. Och, die schon wieder, das ist ja... So. Na, er wird ja nicht immer Ärger verursachen, sondern ich will auch einfach nur von dieser Frau weg. Ja, ich will doch auch eigentlich nur weg. So. Da hinten müssen wir lang. Oh, da sehe ich auch eine kleine Flagge da oben. Von hier aus kommen wir aber nicht. Das heißt, wir werden mal den Weg nach unten wählen. Und dann da gleich wieder oben rein. Doch, wir kommen ja gleich. Seht ihr etwas, was ihr mögt? Ihr wollt einen guten Handel? Dann bin ich euer Mann. Ja, wir wollen einen guten Handel, aber zuerst wollen wir die Flagge. Dann wollen wir die Bürgerin da retten. Was habe ich Böses getan? So sagt ja. Dreckiger Dieb, ich werde dir die Hände abschlagen. Warum hilft dir denn? Die werden davon für schon Grund haben. Alter, du fauler Schwein. Ihr wagt es in meinem Beisein. Verdammt, der Rüstung! Was das Leben kostet! So. Der hat was bekommen, und zwar an den Kopf. Der hat auch. So. Der ist uns ins Messer gelaufen. Ich werde diesen Gefallen zurückzahlen, das schwöre ich. Ja, Rechnung kommt. Meine Güte, was ist denn hier passiert? Ja, was ist denn hier passiert? Hat sie das gerade gesagt, die wir gerade gerettet haben? Oh, ich glaube, die schubsen einen immer durch die Gegend. Da wollen wir natürlich nicht irgendwie doof auffallen. So, und wir haben jetzt hier noch einen Aussichtspunkt, den wir erklimmen müssen. Ach, der scheint sogar gleich da vorne zu sein. Vielleicht haben wir ja sogar Glück. Nee, haben wir offensichtlich nicht. Nee. Haben wir Glück und finden dann auf dem Weg noch eine Flagge. Oh. So, tut mir leid, aber du hättest bei der Arbeit gestört. Und wer bei der Arbeit stört, der muss sich hinlegen. Ich weiß doch auch nicht, wie da die Arbeitsbestimmungen sind. So, auf da, Alter ihr, und dann einmal durchschauen. Ah, da ist da, 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 okay, da ist ein Versteck, da ist die Kanalisation, sehr schön. Und dann retten wir mal gleich den Bürger. Hört auf, bitte! Ihr tut mir weh! Du bist ein Nichts. Dein Gott hat dich verlassen. Ich habe doch nichts Falsches getan. Wir sind die wahren Söhne des Herrn. Die schubsen uns ja durch die Gegend. Es gibt keinen Anlass, hier draußen zu sein, Alter. So, sehr schön. Bitte tut mir nichts! Ah, ihr seid am richtigen Ort. Hey! Euch kenn ich doch! Ah, Mann. So, wer will der Nächste sein? Ah, gut. So, einmal. Ja, steh mal nicht in der Kamera hier. Ja, oder deiner Seele. So. Einmal weggeduckt und... Danke, mein Junge.
Ich wünschte, meine Söhne wären nur halb so tapfer wie ihr. Ich werde ihnen diese Geschichte erzählen, damit sie wissen, wie sich ein wahrer Held benimmt. Das ist doch keine Idee. Das macht man doch nicht. So, dann lass mich jetzt mal hier weggehen. Ihr könntet das getan haben. Hallo, ich will doch einfach nur hoch. So. Was tut er da? Ach, wer ist da denn? Kalle Blomqvist. Warum tut er das? Der verdammte Narr hat doch den Verstand verloren. Nichts, was ich nicht schon gesehen hätte. Das stimmt denn nicht mit ihm? Na, wer will? Wer hat noch nicht? So. Gott ist auf meiner Seite. Du wirst nicht gewinnen. Hey. Dich pinnen wir mal hier fest. Hier ein Tritt in die Weichteile. Au, Sammer. Du machst den doppelten Rittberger nach hinten. Na, möchtest du mich angreifen? Sammer. Hier darf jeder. Sag mal, patschst du mich da einfach an? Es gibt einen Schlag. So, dann verschwinde aber auch. Hier kommen wir nicht weg. Schade, dass man diese Truhen nicht aufmachen kann. Das wäre doch eigentlich ganz nett. Was ist das denn da für ein Zeichen? Informantenherausforderung, Marktstandzerstörung, ja. Wir gehen einfach mal zum Büro. Wir machen ja auch nicht jede Mission, sondern wir spielen ja ganz normal die Story durch. Vielleicht nochmal als Bonus irgendwann. Aber im Moment bleiben wir erstmal. Da wäre fast vorbeigeflogen. Gesprungen. So, kommt man denn jetzt hier am besten hin? Hier geht's abwärts. So, da halten wir nochmal uns akrobatisch fest. Ja, Mädel, von allen Wegen, die du dir da auswählen kannst, suchst du dir natürlich den aus, wo du gerade im Weg stehst mit deinem Wasserkrug auf dem Kopf. So. Der sieht uns auch nicht, sondern weicht eher mal vor der Frau mit dem Wasserkrug zurück. Wir müssen ja damals vor diesen Wasserträgern unwahrscheinlich viel Respekt gehabt haben. Die Wache da auch eben zurückgewichen ist extra. Ja, bitte hier. Das machen wir hier nicht einen auf dicke Hose. Ja, das sah sehr elegant aus. Dann reden wir doch mal mit dem Verbindungsmann. Friede sei mit und euch. Mit dir. Wie kann ich euch dienen? Ich habe alles erfahren, was ich über mein Opfer wissen muss. Dann müsst ihr euer Wissen mit mir teilen. Abul Nukut ist korrupt und verachtet seine Mitbürger. Er hat wohl Gelder veruntreut, die für das Volk von Damaskus bestimmt waren und sie für sich selbst verwendet. Just in diesem Moment protzt er mit seiner Gier und bereitet ein ausschweifendes Fest vor. Seine Wachen und Diener werden mit den Gästen beschäftigt sein und nicht einmal merken, dass ich dort bin. Sehr beeindruckend, mein Freund. Die anderen sagten, ihr würdet es verderben, aber nicht ich. Nein, ich war sicher, dass ihr zu ihm durchdringen würdet. Und das seid ihr. Meine Gemächer sind die euren, bis ihr bereit seid zuzuschlagen. Spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. Und wir haben wieder die Feder bekommen, die wir in Blut tränken sollen. Hoffentlich in dem Blut des Ziels und nicht in unserem eigenen. So, Attentat auf den Händlerkönig. So, da müssen wir hin. Das kriegen wir doch wohl mal jetzt in einem Rutsch einfach mal so eben hin. Ich gehe noch einmal kurz hier hin, einfach nur mal um. Ach, da muss ich hin. Ich war gerade verwirrt. So. Schaffen wir diesen Sprung? Mit ein wenig Anlauf bestimmt. Siehste,
Aus dem Stand hätte ich gesagt, na, wird knapp, aber mitten im Lauf. Ja, wieder mal hoch. Ezio. Ezio sag ich schon, ich bin irgendwie. Weiß ich nicht. Assassin's Creed hat sich so im Laufe der Zeit zu Entschuldigung. Weiß ich nicht, die Hauptfigur wurde so langsam Ezio, die entfernte sich auch. Entfernte sich langsam dann auch immer mehr von Desmond, sodass die Geschichte um Desmond eigentlich immer unwichtiger wurde. Ja, wer ist das denn? Hab keine Zweifel! Wir kämpfen um unsere schiere Existenz! Na, was meinst du? Los, Tempelritter! So, das war der. 5 von 60 haben wir schon. Ich kletter mal hier hoch, um mal zu sehen, ob wir hier irgendwie. Ich glaube, hier können wir doch dann. Hier können wir rein. Oh. Aber eigentlich. Ist das doch gar nicht verkehrt, hier hochzukommen. Natürlich nur, wenn man dann. Ach, das Fenster kannst du dann plötzlich nicht mehr hoch, oder? Ja, das ist doch mal eher was. Jetzt krabbeln wir nämlich hier hoch. Dann haben wir jetzt schon mal. Oh ja, hier kommt man ja nirgendwo hin. Na, die sehen uns hier oben bestimmt nicht. Kommen hier aber auch irgendwie nicht weg. Verdammt. So, dann einmal gucken, ob wir hier lang kommen. Aber hier ist ja auch nichts zum. Wo sind denn jetzt die? Ach, da sind sie. Okay. Dann warten wir mal, bis wir die weg sind. Ich dachte, wir könnten jetzt ganz einfach übers Dach reinkommen. Aber das war wohl nichts. Dann versuchen wir doch mal. Diesen Weg hier. Da geht's auch nicht hoch. Hm. Aber du die Vordertür rein? Tatsache. So, dann schauen wir uns doch hier mal das Spektakel an. Nette Damen, die tanzen. Willkommen! Willkommen! Danke, dass ihr heute meine Gäste seid. Bitte esst, trinkt und genießt die Annehmlichkeiten, die ich euch biete. Lasst euch Zeit. Ich warte. Ich denke, alles ist zu eurer Zufriedenheit. Gut, gut. Es freut mich, euch alle so glücklich zu sehen. Denn dies sind dunkle Tage, meine Freunde. Und wir müssen unser Glück genießen, solange wir können. Der Krieg droht uns alle zu verschlingen. Salah al-Din streitet tapfer für seinen Glauben und ihr seid immer da, um ihm zweifellos beizustehen. Eure Großzügigkeit erlaubt ihm, seine Kampagne fortzusetzen. Einen Trinkspruch also. Auf euch, meine Freunde! Ihr habt uns dorthin gebracht, wo wir heute stehen. Mögt ihr die angemessene Belohnung dafür erhalten. Solche Freundlichkeit! Ich habe sie nicht erwartet. Ihr, die ihr so schnell über mich gerichtet habt. Und auch so hart. Oh, tut nicht so unwissend, haltet ihr mich für einen Narren?
dass ich nicht höre, was ihr hinter meinem Rücken redet? Doch, ich höre. Und ich glaube, dass ich es niemals vergessen kann. Aber darum habe ich euch heute nicht gerufen. Nein. Ich wünsche mehr von diesem Krieg zu reden und eurer Rolle. Ihr gebt euer Geld so schnell, obwohl ihr genau wisst, dass es den Tod Tausender bezahlt. Ihr wisst nicht mal, warum wir kämpfen. Für das Heilige Land, sagt ihr. Oder wegen der bösen Vorhaben unserer Feinde. Aber das sind Dinge, mit denen ihr euch selbst belügt. Nein, all dies Leid wird geboren aus Angst und Hass. Es stört euch, dass sie anders sind. Und es stört euch, dass ich anders bin. Mitleid, Gnade, Toleranz. Diese Worte bedeuten euch allen gar nichts. Und sie bedeuten den ungläubigen Eroberern nichts, die unser Land auf der Suche nach Gold und Ruhm plündern. Also sage ich genug. Ich habe mich einer anderen Sache verpflichtet. Einer, die uns eine neue Welt bescheren wird, in der alle Völker Seite an Seite nebeneinander leben, in Frieden. Schade, dass es keiner von euch erleben wird. Tötet jeden, der zu entkommen sucht. Oh mein Gott, hat sie alle vergiftet.